Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Baphomets Fluch. Wir gehen jetzt auf Fexische Diebestour und wollen das Dreibein von Lochmarn stehlen. Dummerweise ist das wohl... Aber, non, Monsieur, non. Was ist los? Sie dürfen die Gegenstände nicht berühren. Tut mir leid. Warum nicht? Wir warten mal kurz, bis er wegguckt. Dann kann er dir zeigen, was uns daran hindert, das einfach mitzunehmen. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los. Ich erstarre, dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. Also, was habe ich Ihnen über das Berühren von Ausstellungsgegenständen gesagt? Sowas wie, Sie können alles nach Belieben anfassen, solange Ihre Hände sauber sind? Nicht ganz, Monsieur. Es war Berühren verboten. Punkt. Oh yeah, das war's. Das heißt, irgendwie müssen wir das anders machen. Und am besten, wenn keiner von denen zuguckt. Vielleicht kann er uns ja etwas über die Alarmanlage sagen. Nein, kann er nicht. Sehr gut. Vergessen Sie es. Das hat er nämlich schon mal. Ich erinnere mich. Das ist schon aber länger her. Ein paar Folgen oder so. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über mir öffnet sich. Jetzt kommt nämlich der Geruch rein. Ihr erinnert euch vielleicht von dem Burgerbrater nebenan, und wir verstecken uns in diesem Sarkophag, sobald er... Jetzt geht er los. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Schrank. Das ist ein Sarkophag. Schrank? Das ist ein Sarkophag. Haben wir es jetzt verbuggt? Warten wir mal, bis er das Fenster wieder zumacht. Und weg sind wir. Oh, Genie. Streich. Eindeutig. Wir sind so gut. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Gute Nacht. Na, ja, okay. In Ordnung. Ist ja schon gut. Badam, 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 Flap und Guido. Hey, Guido, guck dir das an. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Ja, wir speichern zuerst. Weil dies ist eine der wenigen Stellen, wo man mal wieder sterben kann. Wenige Stellen, wo man mal wieder... Na, okay. Ihr wisst, was ich meine. Nein! Oh, Guido! Was soll das, du Blödmann? Du sollst hier runterleuchten. Die Mumie. Sie wird lebendig. Wenn das eine Mumie ist, dann bin ich ein Waisenkind.
So, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Ich wollte sie eigentlich nur angucken, aber das geht auch nicht. Wir können auch nicht gehen. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Ja, so viel dazu. Wer war denn das? Katzenlady. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Möchtest du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu legen? Ich denke ja. Die Spannung steigt. Und? Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Mal kurz in die Tasche gesteckt. Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Ah, wenn er das, die Familie ausfindig gemacht hat, dann könnten wir diese Informationen ja von ihm einholen. André Lobineau hat mir erklärt, wer die Hashashin waren. Ja? Der Kult der Mörder. Oh, Junge. Oh, yeah. Gut, ich glaube, mehr brauchen wir aber jetzt von ihr nicht. Ich muss gehen. Schon? Du bist doch eben erst angekommen. Die Zeit und die Gezeiten warten auf niemanden. Okay, ich sehe dich später. George und schlaue Sprüche. Dann auf. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hingehen. Es gab ja schon einen Hinweis bezüglich Dreibein und Edelstein von Lochmann. Nämlich Montfaucon. Und vielleicht ist es heute soweit, dass wir endlich dazu kommen, dort etwas zu machen. Aber zuerst möchte ich etwas von der Familie hören. Larissa Dumont. Auf! Dann kann er uns wenigstens mal etwas Gutes tun. Oh, dass wir das haben sie aber schnell repariert. Er ist ein dünner, käsiger Kerl mit einer zweifelhaften Vorliebe für exotische Kleidung. Meine Mutter hat sich früher auch mal so gekleidet. Das haben wir schon gehört, wir wollten eigentlich mit ihm reden. Alles schnell wieder zusammengebaut. Hi, André. Hallo, George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze. Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet.
Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Ja. Du Casanova. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Mhm. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Was? Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott, fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Mhm. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Na, hoffentlich nicht. Glauben Sie, die Schriftrolle könnte eine Karte zu einem Templerschatz sein? Ehrlich gesagt, nein. Das ist zu weit hergeholt. Sie ist ein interessanter und seltener Fund, aber das ist auch schon alles. Aber wäre das nicht toll, wenn es sich um eine Karte handeln würde? Der Schatz der Tempelritter. Eine wunderbar romantische Vorstellung, George. Aber extrem unwahrscheinlich. Tja. Nein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Tja, aber vielleicht ist es womöglich genau das. Aber was gibt es für andere Möglichkeiten? Reiner Tourismus? Ich denke nicht. Dann wird das Spiel viel zu langweilig. Gut, wir werden erst... Na, wo gehen wir denn zuerst? In Spanien, Montfaucon. Können wir nach Spanien schon? Ja. Villa de Vasconcelos. Aber wir gehen erst zu Montfaucon. Und schau mal einer Kuck. Obwohl Spanien auch sehr toll ist. Eines meiner Lieblingsstücke in diesem Spiel. Parts, wenn man so möchte. Hey, du da mit den Bällen. Ah oui? Oui? Wo fangen wir denn an? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine, im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. No, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Den Trick kennen wir. Ja, ja. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Ich glaube, sieht er sich etwas höher, als er ist, der gute Jongleur. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal.
Bedienen Sie sich. Oh je, das geht in die Hose. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Yeah! Wer wollte das nicht schon mal? Ne? Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Bis später. Au revoir, Monsieur. Au revoir, Monsieur. Reden wir nochmal mit unserem werten Gendarme. Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. Unternehmen Sie etwas. Was halten Sie von dem Jongleur? Ah, er ist einfach excellent. Sehr unterhaltsam. Na, aber er blockiert doch die Straße und bildet ein Verkehrshindernis. Ja und? Er ist amüsant. Der Verkehr nicht. Wenn er den Verkehr blockieren will, wer bin ich denn, dass ich ihn aufhalte? Sie sind ein Polizist. Ah, oui, das bin ich. Ja, genau. Dann bitte? Sie werden also nichts unternehmen wegen dem Kerl? Non. Er hat wahrscheinlich nicht mal eine Genehmigung. Ah, eine Genehmigung. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Was werden Sie also unternehmen? Sobald ich wieder im Revier bin, werde ich das sofort überprüfen. Im Revier? Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Soll ich etwa seine Konzentration stören? Für was für einen Barbaren halten Sie mich eigentlich? Aber, Officer! Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Aha. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Dann möchte ich es noch einmal versuchen. Diesmal nicht als George Stobbart, sondern Dankchen. Als Bobo, der Clown. Ui, was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen! Hey! Aber er hört mich. Nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Juhu! Perfekt. Dann können wir ja jetzt in die tiefen Kanäle unter Paris. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das wird sowas von... legendär.